Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von den Frakta und ich bin wieder in der Schockhör-Mod. Meine Overhaul-Mod für Midi Evil 2 Total War Kingdoms. Ich war gerade eben irritiert. Nee, passt alles. Gut. So, Angriffsplan. Venedig. Muss aber noch warten. Wir sind immer noch am Umgruppieren, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich habe irgendwie gestern Abend so ein bisschen auf die Kacke gehauen wieder, oder? Kann das sein? Ich hab mal das Video unterdessen bearbeitet und hochgeladen. Ja, ist aber doch auch wahr. Ja, also es geht ja auf keine Kuhhaut, was man mit der armen Bundeswehr gemacht hat. Ich weiß ja auch noch, wie die, also da habe ich auch, da saß ich da am Frühstückstisch und unterhalte mich und in dem Moment so kommt einer rein, ey, habt ihr schon gehört, was die Uschi will, Ja, die will Freiwillige aus der Bundeswehr rekrutieren, damit sie nach Westafrika fliegen und dort gegen hier bei der Ebola-Epidemie helfen. Aha, und wie sollen die da wieder wegkommen, wenn sie irgendwie sich infizieren? Ja, die sollen ausgeflogen werden. Aha, von wem? Ah ja, von uns. Mit was? sie denkt, wir hätten irgendwie Flugzeuge, die das schaffen, dahin zu fliegen und zurückzufliegen und die in der Lage ist, in Quarantäne Quarantäneraum da drin haben. Völlig unfassbares, ungläubiges Staunen. Sag mal, die hat aber schon mitgekriegt, dass sie die Verteidigungsministerin von Deutschland ist, oder? Das ist so geil gewesen. Was hat die sich eigentlich gedacht? So, die hat einfach nur morgens so, dim, Haare schön. Ich hab die Haare schön. Ich bin so toll. Alle Kinder sind weg. Was mache ich heute? Ich red mal mit irgendeinem Pressemensch. Ach, der will bestimmt wieder irgendwas wissen von mir, von irgendwelchen Plänen. Was kann ich denn dann sagen? Ach, gegen Russland marschieren, das dürfen wir nicht, weil die machen uns platt. Und zwar sowas von, aber so richtig. Also, ne, obwohl, das würde ja bedeuten, nee, das hat sie sich nicht gedacht, der hätte sie Ahnung. Okay, streichen. Was hat sie sich gedacht? Das weiß man halt nicht so. Das ist halt das Schlimme, man weiß halt echt nicht, was die Frau sich denkt. Ach ja, ich erzähl mal was mit dem ich wie in die Medien komme, so, wir machen die Bundeswehr familienfreundlicher. Das finden die Leute immer super, weil das ist so eine Luftblase, so eine Worthülse. Bedeutet ja nichts, ne? Ich kann auch sagen, wir machen die Bundeswehr umweltfreundlicher. Oder wir machen die Bundeswehr recyclingfreundlich. Oder wir machen die Bundeswehr sonnentauglich. Oder nachtsichtfähig. Also irgendein Schwund einfach mal auf den Stapel lassen. Aber warte mal, wunderbar, der ist gut, auch wenn er wieder einen blöden Namen hat. Haben wir nicht einmal so bescheuerte Namen? Wo sind der jetzt gelandet? Auch in Rom. Alter, machen wir Rom zum Sammelbecken. Ja, wir retten jetzt mal Afrika. Oh, das ist auch super, Afrika retten, da spenden die Leute ja jedes Jahr an Weihnachten zig Millionen, wo auch irgendwo hin versickert die Kohle, das ist ja, wobei ich habe die Tage einen interessanten Artikel gelesen, dass pro Jahr, also ich weiß die Zahl nicht mehr ganz genau, aber ich glaube es war fast eine Milliarde oder sogar noch mehr, Kohle aus Afrika abfließt in große Hedgefonds, in dubiose Banken, zum Beispiel auf die Caymans, ähnliche, oder mittlerweile gibt es ja noch andere Orte dafür, wo man halt Steueroasen hat oder halt, wo man Geld wäscht. Ja. Einfach von der dortigen politischen, wirtschaftlichen Kaste, die eben die Kohle in Sicherheit bringt, bevor die nächste Rebellenarmee ihnen die Hauptstadt wieder wegnimmt. Und dieser Betrag übersteigt alle Direktinvestitionen und Kolonialhilfen, Entwicklungshilfen, aber bei weitem. Also das finde ich schon faszinierend, dass dieser Kontinent weiterhin eine bemerkenswerte Leistung erbringt. Wenn man sich überlegt, dass das einer der reichsten Kontinente eigentlich ist, was die Rohstoffe angeht, und zwar alle Rohstoffe. Da gibt's ja echt alles. Da gibt's ja echt alles. Und es gibt auch unglaublich gute Böden. Auch was Ackerböden angeht, wäre Afrika eine der reichsten Kontinente. Nur, es wird halt nicht wirklich genutzt oder es wird halt ausgebeutet und die Bevölkerung hat halt keinen Anteil daran. Naja, egal. Auf jeden Fall, Afrika retten ist eh immer positiv besetzt, ja.
Da hat die sich wahrscheinlich schon so gedacht, so, ach ja, und super, und wenn wir Westafrika gerettet haben mit der Bundeswehr, dann fliegt sie auch mal runter, das Feldlagerbesuch, und dann kann sie Fotos von sich machen lassen mit so einem hübschen kleinen schwarzen Kind auf dem Schoß. Und dann wird die garantiert Kanzlerin, weil alles, ich kann es mir echt anders nicht vorstellen, was sie sich dabei gedacht hat, also ob die sich überhaupt was gedacht hat. Weil hätte die mal nur 5 Minuten ihrem eigenen Ministerium zugehört, dann hätte jemand sagen können, A, wir haben die Flugzeuge für so eine Aktion nicht. B, wir haben die Ausbildung in der Bundeswehr für solche Leute nicht, weil warum sollten wir uns denn mit irgendwelchen, also klar, wir haben schon Leute, die sich mit B-Waffen Gedanken machen, also mit der Bekämpfung von B-Waffen, ja, ABC-Pioniere zum Beispiel, ja, muss man ja haben, ja. Aber die sind halt jetzt auch nicht mehr in der Masse von, das, die hat man ja auch blatt gemacht, ja, also was die Pioniere, also ich glaube, für den Pionieren gibt es auch nicht mehr so viele. Es gab mal unheimlich viele Pioniereinheiten und sehr spezialisierte Pioniereinheiten. Es ist ja nicht einfach nur Pionier, ja. Es gibt schwere Pioniere, es gibt Brückenbaupioniere, es gibt ABC-Pioniere, es gab mal Pipeline-Pioniere, es gab mal Eisenbahn-Pioniere. Es gibt verschiedene Bereiche. Es gab mal Sturmpioniere, die haben wir allerdings nicht mehr offiziell. Das haben die anderen Nationen uns im Zweiten Weltkrieg etwas übel genommen. unsere Sturmpioniere, gut, die hatten die auch, aber unsere waren halt besser. Die haben denen so kräftig in die Eier getreten, dass man gesagt hat, im Zweiten Weltkrieg, okay, dürft ihr eine Bundeswehr haben, aber ihr dürft keine Sturmpioniere mehr haben. Das hat man dann umgangen, weil man braucht ja trotzdem Sturmpionierabteilung, weil wenn man irgendwo eine Brücke schlagen will und auf dem anderen Ufer wimmelt es von unfreundlichen Gesellen, da muss trotzdem ja erstmal jemand rüber, damit man eine Brücke dahin bauen kann. Und das machen im Allgemeinen eben die Pioniere selbst mit ihren S-Booten, also mit so Sturmbooten, so kleinen Bötchen. Da fahren sie rüber, kämpfen den Widerstand kurzzeitig wenigstens bei so einer Brückenkopfbildung nieder, schlägt meine Brücke und dann kann die anderen Jungs drüber. So Panzerkrennies, Jäger. Gut, die wurden auch aufgelöst, die wurden jetzt mittlerweile wieder aufgebaut. Das Heer hat das, da hat unser Ministerium, das war übrigens nicht die Uschi, das war ein anderer Minister, der der die Jägertruppe so dezimierte, bis man festgestellt hat, wie man in Auslandseinsätze gegangen ist. Ah ja, komisch, man braucht ja vielleicht doch nochmal leichte Infanterie. Und nicht nur eine Handvoll Gebirgsjäger, eine Handvoll Fallschirmjäger und diese Handvoll Objektschützer von der Luftwaffe. Und jetzt baut man wieder mittlerweile baut man ja wieder die Jäger drauf auf. Auf jeden Fall, wir haben die Flugzeuge nicht. Die Tralala, die Transall, die schafft die Strecke A im Direktflug nicht. Mittlerweile ist die Transall-Flotte ja auch ziemlich marode. Das liegt aber nicht daran, dass wir die nicht gut behandeln würden. Das liegt auch nicht daran, dass die Transall eine schlechte Maschine wäre. Im Gegenteil, die Transall ist eine hervorragende Maschine. Nur hat man halt irgendwann der Bundeswehr gesagt, so, hier, wir haben mit Airbus einen Deal gemacht, hier den 400M bekommt, hier, super geile Maschine, die kriegt ihr auch ganz viel davon und ganz bald und super toll. Und dann kam nix und dann kam nix und dann kam nix und dann kam eine, ja, Ende letzten Jahres, und die ist mittlerweile stillgelegt, weil die darf nicht fliegen, weil das Ding ist im Prinzip ein Schrotthaufen mit Schwingen dran. Die letzte Inspektion feststellt, dass 161 größere und kleinere Mängel an der Maschine sind, was ich echt eine Leistung finde. Der letzte größere spektakuläre Fehler, den sie gefunden haben, war wohl das Klo. Es ist so, die Transall hatte kein Klo. Ja, ich weiß, die Linienmaschinen seit dem Zweiten Weltkrieg haben alle eine Bordtoilette, weil man Zivilisten nicht zumuten kann, dass sie ihr Kacka und ihr Pipi einhalten, solange sie halt im Flugzeug sitzen. Soldaten kann man das zumuten. Also zumindest hat man das ihnen zugemutet, das wurde dann Transall so gelöst, da gab es so einen Vorhang, dran stand ein Eimer. Und ich rede gerade keinen Quatsch. Und die 400M hat eine Bordtoilette. Das wurde groß gefeiert, verständlicherweise. Gut, die funktioniert aber nicht. Die hat gewisse Schwächen. Das Flugzeug darf sich nicht zu heftig bewegen. Sonst verteilt sich da vielleicht was. Gut, der Vogel nimmt generell Wasser, also während er fliegt, also Wasser von außen, was auch eher ungünstig ist. Also das ist so ein Haufen Schrott, der da geliefert wurde. Das ist so Frechheit. Wenn das ein Auto wäre, das ich bei einem Händler gekauft hätte, dann würde ich das denen sofort wieder auf den Hof packen. Weil stellt euch vor, ihr bestellt bei einem Händler ein Auto. Dieses Auto gibt's noch nicht. Ihr sagt dem Händler, was ihr gern hättet, was das Auto kann. Und der Händler sagt, jawohl, ich melde es an eine Fabrik weiter und die baut das für euch. Und dann dauert es erstmal lange. Und dann kommt erstmal ein Papier, da steht drauf, das geht so nicht, wir machen Abstriche. Und dann kommt irgendwann ein Prototyp, der funktioniert nicht. Und dann kommt irgendwann, nimm das fertige Auto bei euch an und das geht immer noch nicht. Und das kann auch vieles von dem nicht, was ihr ursprünglich mal wolltet und obwohl ihr mittlerweile Abstriche gemacht habt. Und dann zahlt ihr aber den doppelten Preis, von dem ihr ursprünglich ausgemacht war.
Also das wird ja nicht funktionieren, aber so funktioniert Rüstung tatsächlich in Deutschland. Ja. Deshalb funktionieren unsere Korvetten nicht. Unser NH90 Hubschrauber ist eine Zumutung. Das ist grausam. Also googelt einfach mal NH90 Probleme. Da kriegt ihr, da fallen euch die Nackenhaare aus. Deshalb funktioniert die 400M nicht. Deshalb funktioniert eigentlich nichts. Ja. Das ist krass. Das ist eigentlich nicht mehr lustig. Das, also wenn wir nicht so eine Armee wären, wie zum Beispiel die... Also eine Armee bleibt denn gern daheim. Mittlerweile von den Europäern müssen sie alle ran. Aber wer fällt jetzt überhaupt keine Spielzeugarmee ein? Sagen wir mal, in irgendeinem lustigen Land, das eh die Armee nur als hier als Belustigung sieht. Ja, darf halt am Geburtstag vom König oder Präsident halt vorbei oder Königin darf jetzt irgendwie Parade machen. Ja? Stellt euch einfach mal so eine Armee vor. Wenn das so eine Armee wäre, wäre das ja alles lustig. Würde man sagen, ja, die muss ja auch nicht kämpfen. Ja, ist okay. Aber die Bundeswehr, die ist ja wirklich, die von der verlangen sie ja seit Jahren, also zum Beispiel in Afghanistan oder in Somalia, also hier die Marine, oder hier Libanon, syrische Küste, da ist auch hier die Marine dabei, oder ab und zu soll man Westafrika von Ebola retten, irgendwelche Dinge. Das ist halt einfach nicht mehr lustig, wenn dann nichts funktioniert. So, jetzt habe ich noch mehr auf die Kacke gehauen, gell? Super. Schön, dass ich hier anonym bin. Super Sache. Den Feind, Herr. So. Auf die Schiffe, und das wahrscheinlich ja, wenig Schiff, Menschen, diese Videos stehen, gucken, ja. Von denen ich mir jetzt Gedanken machen müsste, dass die meine Stimme erkennen. Ja, aber das ist einfach so lächerlich, ja. Alles, was da so läuft in den letzten Jahren, das ist auch nicht mehr lustig irgendwo. Ja, mein Herr. Gebt den Befehl. Lasst mich zuschlagen, Herr. Vor allem, wenn ich da so das mit dieser Familienfreundlichkeit, das wäre ja wirklich mal eine Maßnahme, ja. Also wenn's einen Beruf gibt, der mal so richtig kackunfreundlich ist für Familien, dann ist es ja tatsächlich die Bundeswehr. Ja, man kann ja wirklich keinen jungen Menschen, egal welchen Geschlechtes, guten Gewissens empfehlen, zur Bundeswehr zu gehen, wenn er gerne heiraten will und Kinder kriegen und dann auch eine vernünftige Familie haben und nicht nach ein paar Jahren schon wieder geschieden und nur noch für Unterhaltszahlungen zuständig. Und so ist es halt wirklich. Ja, das ist halt einfach nicht schön, ja, aber es ist halt so. Gut, dass der Soldatenberuf kein familienfreundlicher ist, ich nehme an, dass er schließt sich vielen Menschen sehr einfach. Aber man könnte wirklich was machen. Ja. Es gibt Möglichkeiten und ich rede jetzt nicht von den spöttischen Vorschlägen, die da gemacht wurde in der Truppe, wie es da losging mit mir mal die bundesliche familienfreundliche und es dann nur noch hieß so, ach, wir führen wieder die Bagage, den Tross ein, der hinter den Truppen hermarschiert, so Frau mit dem Kind so auf dem Rücken gebunden, trottet halt den Soldat hinterher ins Einsatzland oder was. Da unsere Flugzeuge ja nicht fliegen. Müssen sie trotten. Ja genau, also deshalb, ach genau, das wollte ich noch fertig erzählen. Ja genau, deshalb ist die Transall mittlerweile so runtergewirtschaftet, weil das Ding halt einfach nicht mehr, weil es halt einfach niemand mit gerechnet hat, dass sie überhaupt noch so lange im Einsatz bleiben muss. Seit Jahren werden im Prinzip Maschinen ausgeschlachtet und als Ersatzteillager verwendet für ja, andere Maschinen, um halt einfach wenigstens eine Handvoll Maschinen flugtauglich zu erhalten. Und die Transall war ja auch nie dafür gedacht, irgendwie nach Westafrika zu fliegen. Das ist ein Kurzstreckentransporter, der einen richtig tollen Turboprop-Antrieb hat, der Segelflugeigenschaften hat, die auf irgendwelchen verkackten Pisten landen kann, weil sie dafür gebaut wurde und angeschafft wurde, falls der Russe kommt, ja, die Sowjets kommen und wir haben einen großen vaterländischen Krieg in Mitteldeutschland, dann müssen wir in der Lage sein, schnell Truppen an die Front zu bringen, wieder abzuholen, Kurzstrecken. Ja, Kurzstrecken, Tiefflug, zack, rein, weg. Ja. Dafür war die mal gedacht. Der große vaterländische Krieg ist irgendwie scheinbar nicht ausgefallen, sondern nur verschoben, wenn ich das mitkriege, so wie wieder mit den Säbeln gerasselt wird. Wobei ich muss ja sagen, ich hätte ja nie gedacht, dass der Tag kommt, an dem ich unserer Angela Merkel mal irgendwie zustimmen muss. Aber sie hat jetzt irgendwie vorgestern den Satz losgelassen, der Konflikt in der Ukraine ist zumindest von der Seite der NATO nicht militärisch lösbar. Da habe ich gedacht so, meine Fresse, wir haben ja doch einen in der Regierung, der irgendwann mal aufgepasst hat. Natürlich ist der nicht militärisch lösbar. Wir fangen doch keinen Krieg mit Russland an. Hat euch jemand ins Hirn geschissen? Natürlich nicht. Wer ist denn so irre? Die haben Atombomben. Die haben 25.000 Kampfpanzer. Wie viel haben wir? 70?
Jeder scheiß Grundschüler mit dem Abakus kann dir vorrechnen, dass das irrsinnig schwer, mit dem Stress anzufangen. Natürlich ist das nicht militärisch lösbar, aber natürlich ist es im Prinzip nicht politisch lösbar, weil der Mann die dicksten Eier im Ostblock hat und er will diese Ostukraine einsacken. Der will der Ukraine so lang kräftig in die Eier treten, bis die einsehen, dass sie gefälligst nach Russland, nach Moskau zu gucken haben und nicht nach Brüssel und dass sie alle möglichen Vorstellungen von NATO und EU halt zu begraben haben. Darum geht's dem, das ist ein Vorfeld und das ist aus seiner Vorstellung, aus der imperialen russischen. Und was nichts anderes ist das. Das ist Neoimperialismus, was der Mann betreibt. Der hat irgendwie einen kleinen Hau, was das angeht. Der hat sich nie wirklich lösen können von der Vergangenheit. Der macht nichts anderes. Der aus seiner Sicht ist das auch nachvollziehbar. Er hat ein Imperium, das russische Imperium. Und dieses Imperium hat Satellitenstaaten drumherum. Hat er im Moment mit Weißrussland, mit Kasachstan, hat er mit irgendwelchen komischen Stans. So, und den pisst das an, wenn andere Fraktionen sich quasi in seinem Umfeld breit machen, dass diese Fraktionen vielleicht ihn gar nicht Böses wollen, sondern eben tatsächlich Russland auch sehr lange als Partner behandelt haben und entsprechend Partnerschaftsabkommen liefen. Und dann hat der deutsche Steuerzahler ja ein Arsch voll Geld bezahlt, um die russischen U-Boot-Reste da oben gescheit zu verwerten. Ich weiß gar nicht, ob die Ingenieure übrigens immer noch da oben am Weißen Meer sind, ja. Der deutsche Steuerzahler bezahlt den Russen schon seit Jahren die Abrüstung von ihren abgefrackten Atommüll da oben. Ja? Die wurden nicht feindselig behandelt. Das ist alles Bullshit. Wenn ich dann immer diese Grafiken sehe, so, oh, die amerikanischen Basen rings um Russland, warum fühlt sich Putin wohl bedroht? Ah ja, natürlich sind da Basen. Weil mit entsprechend Abkommen gehandelt werden. Das ist ganz normal, dass man mit irgendwelchen Staaten Abkommen macht, ob man da durchziehen darf oder nicht. Das hat Deutschland mit Russland ja auch, weil unsere Flugzeuge müssen ja auch über Russland fliegen, wenn sie nach Afghanistan wollen. Geht doch gar nicht anders. Und aber manchmal ja, greife ich mir an den Kopf, aber das ist halt dieses, man nicht mehr hören wollen, nicht mehr zuhören, nicht mehr, also unglaublich. Ich reg mich wieder auf und ich habe noch nicht mal irgendwas getrunken. Ich bin hier noch mit Kräutertee beschäftigt. Ich wollte eigentlich nachher Bierchen aufmachen, wenn ich mit den Jungs vielleicht irgendwas anderes zocke. Eieieiei. Es gibt das wieder so ein Monty der Erklärbär. Ja, das sagt Dr. Tubert immer. Ich wäre hier der Erklärbär. Im Clan, wenn irgendeiner was wissen will. Er fragt Monty, der weiß sowas. Eure Befehle. Ach, scheiß drauf. Wir haben noch die Kohle im Moment. Oh, was? Wo ist das Schiff? Gab's eine 2? Wo ist das 2 Zöldnerboot? Volle Segel. Neidet ihr den Feind? Gebt den Befehl. Warte mal. Ja, ihr zottelt nach. Warte mal, du gibst den mal kurz ab. Nennt mir den Feind, Herr. So, dann die Knallchargen mal wieder aufrüsten. Die könnt ihr aber eigentlich ab... Obwohl, die können ja eigentlich warten. Nee, die geben ab Richtung Süden. Marschiert! Immer schön Stückchen für Stückchen. Machen wir das aber eigentlich mittlerweile... Bisschen zu viele Garnisonstruppen drin, oder? Oh, der hat zu wenig. Ah, oh, hier, gib mal ab. Majestät, erteilt mir einen Befehl. Irgendeine Prinzessin ist gestorben. Schwund ist immer. Wie ihr wünscht. Für heute ist meine Arbeit getan. So genau, ach so, ja, also man könnte die Bundeswehr ja familienfreundlicher machen. Das wäre überhaupt kein Problem. Das Erste, was man zum Beispiel machen könnte, das wäre zum Beispiel mal Standorte platt machen. Wir haben unheimlich viele Standorte, immer noch. Nur der Großteil von macht militärisch überhaupt gar keinen Sinn mehr. Das war mal, Moment, mal rundenweg, erkläre ich's. Der Grund, warum Deutschland, ja, also es gibt ja immer den Witz in der Truppe, irgendwann in der Vergangenheit, hat irgendjemand sich mal hingesetzt mit einer Deutschlandkarte, also damals mit der großen Karte, ja, also wir reden jetzt von der Karte von vor 1914, weil ganz viele Standorte sind sehr, sehr alt, und hat sich hingehockt und hat mal angekreuzt, wo sind die klimatisch beschissensten Punkte Deutschlands? Und da bauen wir Kasernen hin.
Moment. Wie könnt ihr denn das verlieren? Ihr seid so unfähig. Greift uns an. Ja. Wir müssen uns sofort zurückziehen. Ach, da ist die andere Flotte. Okay. Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Setzen den Kurs, mein Herr. Ja. Weißt du was, dann tschüss. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ich befinde mich im Krieg mit... hervorragend. Warum das denn? Wie denn? Wann? Wo? Hä? Was haben die denn gemacht? Warte mal. Also ich finde das jetzt okay, ja, bevor wir es mit Venedig marschieren kloppen müssen. Wobei, was hat denn jetzt Venedig gemacht? Nö. Die Venezianer haben als trotz Verbündete, haben sie denen jetzt ja den Krieg erklärt. Verstehe ich jetzt nicht. Muss ich nicht verstehen. Warte mal, Pisa. Ah, sehr gut. Ja, dann klopfen wir uns jetzt gleich mal hier mit dem Hauptmann Charles. Ihr seid nicht mein Kaiser. Sag mal, habe ich da gerade Reizwäsche gelesen? Ich glaube schon. Was ist denn das für einen komischen Trade, der hat? Ah, Neapolis hat fertig. Habe fertig. So. Aber wow, du kriegst jetzt auch mal wieder hier was reingesetzt, gell? Einer langt. Marseille hat Rathaus gebaut, dann bauen wir da jetzt ein Kirchlein rein oder sowas. Warum seid ihr jetzt maulig? Achso, weil ihr sehr hohe Steuern zahlen müsst. Ja gut, da kann man das mal vollziehen. Seien wir mal gütig, ja. Seien wir mal... Oh, hier kann man mal hoch machen. Ach, deshalb waren die so gut gelaunt. Dumm, dumm, dumm. Hier kann man auch mal... Oh, hier kann man so richtig hoch machen. Mal ja kontrollieren. Viel zu gütig. Wir verlieren einen Haufen Steuergelder. Also, das kann man nicht wegen Burg. Kann hier nicht mal... Achso, wir haben hier eine Rätige. Und... Ach du Scheiße, ey. Wir müssen hier mal was machen. Nein, ein Diplomat. Dann schicken wir den mal. Hier werde ich für die Nacht rasten. Ja, mein Herr. Ihr Knallchargen. Euch, was ist das denn? Was ist das denn? Ja, bla bla. So. Ja, mein Herr. Volle Segel. Ach shit, das war jetzt letzte Runde. Setz den Kurs, mein Herr. Ach Mann. Ja, Herr. Ja, egal. So, soll ich aber irgendwas erklären? Ach so, genau, Stützpunkte. So, also da wird natürlich immer drüber gelacht, weil es gibt halt einfach diverse Stützpunkte, Kasernen, die liegen halt an Standorten. Da sagt man immer so, da gibt's Niederschlag in sämtlichen Ausführungen, bloß Sonnenschein kennt man halt nicht. Und jetzt habe ich aber immer nicht ganz gerafft, warum das Reich mir den Krieg erklärt hat. Oder wie? Ja. Wo? Ich sehe ja nirgendwo ein Schiff. Der Klassiker ist jemand, dass die KI ein Schiff baut und das Schiff hat erstmal nichts Besseres zu tun, als den nächstbesten Hafen zu blockieren und damit einen Krieg auszulösen. Das ist so ein typisches KI-Ding. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. So, wir führen jetzt mal einen Angriff. Der kann mal zurückbleiben. Ja! Lasst mich zuschlagen, Herr! Braumelon Infanterist. Ach, kann nie schade, gell, solange wir es habe. Haben wir wohl Armbrust? 1, 2, 3 Armbrüste, ein Bogenschütz. 4 Armbrüste. Ja, haben wir genug. Ach, kommen wir noch einen von denen mit. Was soll der Geiz? Mein Herr. Sollen wir einigen das Leben schenken? Wir haben keine Gnade gezeigt. Sie haben sie nicht verdient. Lumpensack. Jetzt ist er aber blöd. Jetzt kommen ja irgendwann Reichstruppen runter, oder? Wobei, das Reich hat mittlerweile mit ganz vielen Stress. Ich raff's halt immer noch nicht, an welcher Stelle sie mir irgendwie Krieg erklärt habe. Ich sehe nirgendwo Belagerungstruppen, kein Schiff. Seid gegrüßt. Ich bin hier, euch Kunde zu bringen. Nein. Ich brauche kein Bündnis. Das macht nichts, mein Herr. Auf Wiedersehen. Ja, so glaube ich, wenn ich das... Gucken wir uns gleich nochmal an, dass die Stress schon haben miteinander. Mein Herr, Och, Leute, ihr geht mal auf den Zack. Wir
Ich habe kein Schiffsboote mehr. Ich depp. Ach so, katholische Kirche. Ja, Herr. Ja, wir gehen an Bord. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wieso schafft er den Sprung nach Sizilien da drüber? Ja, mein Alter! Herr. Ach Gott, natürlich. Natürlich, mein Herr. Ja, die können ja auch mal mit. So. Er wird noch belagert. Jetzt habe ich so lange geschwätzt, dass ich jetzt gar nicht mehr genau weiß. Sehr schön. Auch gut. Ja, legen wir mal steuern. Jo, der war wahrscheinlich auch schon alt. So, wenn wir nämlich mit Venedig fertig sind, haben wir ja, diesen ganzen Streifen hier runter, was natürlich ziemlich cool ist. Aber erstmal müssen wir jetzt Bologna einsacken und dazu müssen wir diese Reichsarmee schlagen. Warte mal. Wollt ihr die Macht des Reiches spüren, dann kommt näher! Das ist irgendwie gezottelt. Hier, ihr seid nicht mein Kaiser! Da hinten dran ist ein bisschen was, was interessanter werden könnte. Das packen wir aber trotzdem. Lasst mich zuschlagen, Herr! Hau mal sie weg! Wir marschieren. Das haut er ja schon wieder ab! Wir haben sie zerfetzt, Herr! Sie! Dann belagern wir das Ding halt. Wir schicken sie in die Hölle! Marschiert! Früher oder später werden sie aufgeben, mein Herr. Wir haben hier sie los? Hier in der Falle, mein Herr. Ach so, der bisherige Kommandant ist tot. Befehle, Eure Majestät, abrücken. Edler Herr. Erteilt mir an. Marschiert, Eure Majestät. Genau, da war Timbuktu, irgendwo hier unten. Bis zum Morgen weiß ich nicht mehr genau. Für heute ist die Reise zu Ende. Dann halten wir uns von hier aus mal genau nach Westen. Ich werde mich bis zum Morgen verstecken. Oh, Gold will ich haben. dann machen wir mal Rundenwechsel, oder? Weil euch kann ich direkt und auflösen. Wenn die immer wieder irgendwelchen Rebellen... Ach, guck mal, da waren Schiffe. Die haben bestimmt irgendwas belagert und haben den Krieg ausgelöst. Ich bin Gottes Diener. Ich reise mit Gott. Guck mal, das wollte ich nicht mal kurz gucken. Ostrom, Polen, die Fatimiden, Seldschuken. Ja, okay, dann haben sie auf jeden Fall schon mal die Front mit den Polen. Ja, vielleicht kommen dann doch nicht so schnell Reichstruppen aus dem Norden runtergezockelt. Ja, mein Diplomat, den können wir aber schon mal nach Norden schicken. Hier, da ist doch eine Reichsstadt, geht da mal hin. Weil wir Bologna haben, will ich nicht auf jeden Fall Frieden haben. Da bin ich auch sogar bereit, was dafür zu zahlen oder so. Hauptsache, ich habe da wieder meine Ruhe. Nochmal mal Rundenwechsel. Ach so, genau, Stützpunkte. Das liegt einfach aber auch daran, dass natürlich damals geguckt wurde, wo ist der Boden nicht so teuer. Man will ja keinen Boden oder Platz wegnehmen, wo gebraucht wird, für Landwirtschaft, für irgendwas anderes. Und zudem hat man auch schon damals tatsächlich darüber nachgedacht, wo Stützpunkte sind, wo Militär ist. Das hat ja schon Friedrich der Große so gehandhabt, nach der Soldatenkönig, sein Papa hat das so gehandhabt, das Militär im Prinzip auch als Wachstumsmotor zu nehmen. Klar, weil die brauchen ja alles mögliche, die brauchen Uniformen, die brauchen Waffen, die brauchen Nahrung, die brauchen alle möglichen Leute drumherum. Die brauchen Infrastrukturen Militär. Und das heißt, Militär kann gut für die Wirtschaft sein, wenn man es an die richtigen Plätze bringt. Und wenn der Zuliefererbetrieb dem eigenen Land dann dient. Also gerade die Tuchindustrie Preußens hat ja im Prinzip ihren Aufschwung durch die Uniformierung der preußischen Armee. So, jetzt ist es aber heute das Problem.
dass das keine militärische Entscheidung mehr ist. Achso, ich wollte ja hier die Heinis da hinschicken, gell? Ja, dann bau du halt ein Schiff. Hätten wir dann doch das Schiff behalten können. Habe ich immer daran gedacht? Ja, mein Herr. Wieso sind der jetzt eigentlich ein Mönch? Mein Herr. Egal, er kommt mit rüber. Ich reise mit Gott. Mein Herr? Ja, mein Herr? So, das ist heute aber kein militärischer Grund mehr für den Erhalt von Truppenübungsplätzen, von Stützpunkten. Zumindest nicht mehr entscheidend. Das wichtigste Entscheiden ist mittlerweile unsere 16 Landesfürsten, die im Prinzip sagen und drum pokern mit dem Verteidigungsministerium, so welche Stützpunkte bleiben erhalten, weil aus wirtschaftlichen Gründen, für die Infrastruktur der Region. Und dann gibt es halt kuriose Entscheidungen, da werden dann Stützpunkte verkauft, die in einem guten Zustand sind, weil man die aber für gutes Geld verkaufen könnte, weil die zum Beispiel im Vorfeld von Köln oder Berlin oder München liegen, wo die Preise gut sind, dann verkauft man die, obwohl man die gebrauchen könnte noch, die Stützpunkte, und dann behält man lieber irgendwelche abgefragten Stützpunkte, die man mit Schweinegeld renovieren muss, langfristig, damit die überhaupt vernünftig verwendet werden können. Das ist aber immer so ein Flickenbeschusterwerk. Und mittlerweile sind ganz viele dieser Kasernenstützpunkte in einem so schlechten Zustand, dass sie laut offiziellen Berichten überhaupt zum Teil überhaupt nicht mehr bewohnbar sind. Also die sind so dermaßen verschimmelt oder kaputt, dass es eigentlich gar nicht zumutbar ist, dass da Leute drin untergebracht werden. Könnt ihr mal googeln. Ja, Zustand, Kasernen, Schimmel. Einfach mal eingeben, findet ihr garantiert entsprechende Berichte. Und jetzt ist es aber so, der Hauptgrund, warum man eben so viele kleinere Stützpunkte gemacht hatte, wir bauen mal auf Pflasterstraße, ist einfach mehr aus militärischen Gründen. In dem Moment, wo man eine Armee breiter verteilt, gerade was die Stützpunkte angeht, ist es nicht mehr so leicht, diese Armee zu zerschlagen. Macht ja Sinn. Wenn man jetzt quasi, sagen wir mal theoretisch, man hat einen riesen Stützpunkt, da sitzt die komplette Armee drin. Da braucht es genau einen Luftangriff, massiven, dann ist der weg. So, und deshalb verteilt man das alles schön. Muss man ja auch sowieso, weil, wie man immer gedacht hat, die Russen kommen, ja, großer Fall in den Krieg, muss man denen ja entgegentreten und dann stellt man die Armee schon entsprechend so auf, dass sie da ist, auch gleich da ist, wo man sie braucht. Also Jägertruppe zum Beispiel unten im Bayerischen Wald, wo sie halt ihr Refugium findet, ja, ein bisschen hubbelig, waldig, da können sie sich drin einbuddeln. Panzergrenadiere und Panzer eher im Norden, da wo die große Panzerschlacht stattfinden würde, in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen. In der Mitte Bundesmischung, weil die Hügel von Hessen werden natürlich auch Schlachtfeld werden, da hat man auch eine bunte Mischung an Truppen. Und das braucht man aber heute in dem Sinne ja nicht mehr. Klar, es ist immer noch wichtig, dass man nicht alles in einem riesen Stützpunkt knüppelt. Aber man bräuchte nur noch eine Handvoll Stützpunkte, allerdings wird man die mal gescheit, da müsste man halt mal Geld in die Hand nehmen. Und das ist halt natürlich immer ein Problem. Wird man da jetzt sagen, okay, wir haben eine Handvoll Stützpunkte, bei der Marine ist es ja schon so. Da geht ja kein anderer. Da sind nur noch 5 Boote übrig, davon können eins noch irgendwie funktioniert, noch mehr oder weniger. Und da hat man das mittlerweile jetzt auch wirklich eine kleine Zahl von Stützpunkten reduziert. Theoretisch wird bei der Marine sogar schon einer oder zwei lang. Ja, sagen wir mal, man behält Möwig als Schule und dann hat man noch einen großen Stützpunkt. Und da macht man dann, oder von mir ist auch noch einen zweiten, aber oder einen richtig guten. Und da hätte man dann alles vor Ort. Das heißt, man hätte kurze Wege, man kann schnell miteinander reden, man hat die Infrastruktur vor Ort, auch für die Reparaturen alles. Man wüsste als Soldat, wenn man in der Marine dient, alles klar, ich bin an diesem Stützpunkt untergebracht. Und da werde ich bleiben bis zur Pensionierung, weil das ist der gut ausgebaute große Stützpunkt. Dann kann ich da mein Haus bauen. Das heißt, meine Frau trennt sich nicht sofort wieder von mir, weil sie 25 Mal umziehen muss, wie das mittlerweile immer noch üblich ist. Gut, bei der Marine halt nicht so sehr wie bei anderen Teilstreitkräften. Da kann man danach vom Staat subventionierten Kindergarten hinknalle, Schule, Apotheke, alles was man braucht, wie die Amis das eben machen. Und dann hat man vernünftige, gut aufgebaute Infrastruktur angebundene Stützpunkte. Das wäre familienfreundlich. Im Moment ist es so, gerade wenn man im Heer der Luftwaffe ist, manchmal wird lustig durch die Republik gewürfelt auf irgendwelche neuen Posten. Und gerade als Offizier geht das immer extrem schnell. Deshalb ist die Scheidungsquote extrem hoch, weil verständlicherweise man mag, also Mann oder Frau, je nach Partner, die wollen jetzt ständig umziehen, neue Freunde suchen, die Familie wieder hinter sich lassen oder die neu gewonnenen Freunde hinter sich lassen, die Hütte wieder verkaufen, die man gerade gekauft oder gebaut oder renoviert oder was auch immer hat, die Kinder nicht ständig umschulen und das führt halt dazu, dass früher oder später der eine oder andere Kamerad sagt, so hier, pass auf, ihr müsst damit umziehen, ich pendel. Und dann wird gependelt und zwar richtig krass. Und dann kommt aber früher oder später das klärende Gespräch, meistens etwas laut in der Küche, in den Nächten so, du bist ja nie da.
dann brauchen wir nicht verheiratet sein. Dann lassen wir es halt. Und dann zack, Scheidung. Also das ist ja jetzt kein Spaß. Ja? Die meisten Kameraden sind mehrfach geschieden. Ja, es ist halt extrem familienunfreundlich, diese ständige Umzieherei zu irgendwelchen lustigen Stützpunkten, die teilweise am Arsch von nirgendwo liegen. Es gibt Stützpunkte, da hält nicht mal ein Bus. Die liegen mitten in der Pampa. Da ist nichts drumherum. Die sind einfach, das ist einfach so scheiße. Ja? Würde man jetzt einfach mal sagen, man reduziert das wirklich auf eine Handvoll Stützpunkte, dann wäre das A, familienfreundlich, und B, wird es ja den Steuerzahler einen Haufen Geld kosten. Wären diese ganzen kleinen Kackscheiß-Stützpunkte, können wir alle platt machen, müsst einmal Geld in die Hand nehmen, gescheiten große Stützpunkte bauen, das konzentrieren, da würde die Bundeswehr von profitieren, weil kurze Wege, alles vor Ort. Man muss nicht mehr die ganze Scheiße hin und her fahren. Ich kenne Kameraden, die wollten eine Ausbildung machen mit ihren Jungs. Die sitzen bei Köln in der Kaserne. Da gibt's aber nichts in der Nähe, wo sie diese Ausbildung machen dürfen. Die müssen nach Brandenburg fahren auf den Stützpunkt. Jetzt sind die meisten, jetzt muss die ganze Knuddelkit, das Geraffel, die Gerödel, die Jungs, die müssen alle auf die Transporter, auf die LKWs, in die Wölfe etc., Wölfe im Geländewagen, und dann fahren die in der Kolonne dahinter. Wisst ihr, wie lange man nach Brandenburg fährt mit einem Wolf? Der fährt ja nicht schnell. Dann muss das Ganze ja in Kolonne auf der Autobahn fahren. Was das Geld kostet, was das Zeit kostet, diese ganze Hin- und Her-Kutscherei. Das ist Irrsinn. Das ist totaler Irrsinn. Und es vergeht halt auch so viel Zeit verloren für nix und will nix. Weil man teilweise nicht mal Pionierausbildung auf irgendwelchen Standortübungsplätzen in jeder Kaserne machen darf, weil der Schanzverbot ist. Weil der Teil zivil mittlerweile genutzt wird. Und dann darf da kein Loch gegraben werden, weil da könnte irgendeine Kackoma mit ihrem Nordic Walking-Stück ins Loch fallen. Da kriegt man einen Anfall. Man kann keine Pionierausbildung machen mit Jungs, die nach Afghanistan gehen sollen, die dort gescheit ausgebildet hingehen sollen, damit die mit ihren Arsch heil wieder heimkommen, damit daheim irgendwelche Omas in den Löcher falle. Kriegst Zustand, kriegst Plack. Ja, aber richtig, volle Lotte. Aber ich reg mich wieder auf. Komm mal, kämpfen lieber mal. Ich schließe jetzt einfach das Kapitel. Einigen uns einfach, die Bundeswehr ist mittlerweile in einem beschissenen Zustand und es liegt nicht an den Soldaten der Bundeswehr, der in diesem Zustand ist. Der Dienst ist mittlerweile in einem nicht mehr empfehlenswert eigentlich, wenn man guten Herzens ist. Schließen wir damit einfach das Kapitel. Es ist einfach unerfreulich. Angriff! Also solange wir eine Ministerin haben, die morgens, wenn sie wach wird, sich erstmal die Haare schön macht und danach der Bildzeitung erzählt, was er großartige Pläne wieder hat, ohne vorher im Ministerium nachgefragt zu haben, geht das überhaupt? Haben wir immer noch was zu lachen, das ist auch was Schönes. Wenigstens das Lachen, das ist das Letzte, was uns bleibt. Immer noch herzhaftes Lachen. Wenn dann tatsächlich irgendwann Wladimir kommt, weil er, keine Ahnung, irgendwie das linke Sackhaar ist auch noch ausgefallen und jetzt hat er irgendwelche russische Minderheiten in Portugal entdeckt, die müssen auch noch irgendwie heim ins Reich. Und er kommt, dann können wir wenigstens ihm mit einem herzhaften Lachen begegnen, weil sonst werden wir nichts mehr haben zum Zeitpunkt. So, warte mal. Ich weiß gar nicht mehr, können diese großen Türme eigentlich schießen? Das habe ich gerade mal ausprobiert. Bei Rome Total War konnte man mit den großen Türmen noch richtig rumbolzen. Gut, das halten meine Infanteristen nicht aus. Das kann man schon mal, das ist abzusehen. Der muss ja voll sparen können, dahinter zu reiten. Der feindliche General hat keine Ehre. Er flieht vom Schlachtfeld und lässt seine Männer im Stich. Meine Infanterie hat doch ausgewittert. Den Tag vor dem Abend zu loben. Aber unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. Das hätte ich denen gar nicht zugetraut. Ich bin ganz fasziniert. Angriff!
Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu loben. Aber unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. Gepriesen sei der Herr! Unsere Männer haben den feindlichen General erschlagen. Jetzt werden seine Männer den Mut verlieren. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Der Feind flieht von der Schlacht. Die gesamte Christenheit wird den Sieg, den wir... Das war einfach. Jetzt überlege ich mir, das ganze Video Platz zu machen und lieber nochmal zu machen. Weil ich mir denke so, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen zu heftig rausgehauen, aber ich habe keinen Bock, das alles nochmal zu spielen. Haben wir irgendwas zum Löschen da? Ah ja. Sehr schön, damit beherrschen wir das Tyrrhenische Meer. Im Prinzip komplette Küste jetzt. Super. Das wird auch für unsere Steuern, generell für unsere Einnahmen sehr gut gewesen sein. Ah, schön. Jawohl, bauen wir natürlich. Wow, 19.000 Gulden. Ja, macht nichts, nehmen wir mit. Okay, das Reich hat jetzt irgendwie beschlossen, sie holen sich neue Verbündete und hat einen Waffenstillstand mit Polen. Das heißt, wir sind jetzt die einzige Front für die Deutschen, oder? Ja, also zumindest ernsthafte. Finde ich unschön. Ich gegenüber? Wir marschieren gegen unsere Feinde. Ja, aber den Sturm auf Bologna machen wir im nächsten Video. Das zieht sich sonst so lange. Die Jungs ziehen wir natürlich hier ab. Nur erstmal Schiffsche Botschaft habe. Achso, logischerweise hat er hier keine italienische Miliz. Ja, macht ja nichts. Läuft dann mit der Dings-Orthodoxierung. Sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, beschließen wir das Video. Das ging jetzt schon wieder ziemlich lang. Ich habe wieder hier ordentlich vom Leder gezogen. Ja, hoffentlich Herr. Das letzte Mal in diesem Let's Play. Sehr gut, mein Herr. ist ja auch nicht unbedingt Sinn der Sache und nicht unbedingt das Forum dafür eigentlich. Dann sehen wir uns hier wieder. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Diener.